Für die Kinder von Schwechat gibt es eine neue Attraktion. Am Kellerberg wurde ein moderner neuer Spielplatz mit Geräten für alle Altersklassen eröffnet. Stabile Balken aus Vollholz, Rutschen und Schaukeln, Klettergerüste und jetzt sogar ein Wasserbrunnen und eine Toilette. Die Schwechater Stadtregierung freut sich zu Recht, gemeinsam das Band der Eröffnung durchschneiden zu können. Denn schon am ersten Tag, an dem der Spielplatz zur Verfügung stand, haben die Kinder die neuen Anlagen in Beschlag genommen. Und sie wissen auch genau, was ihnen daran so gut gefällt. Ich finde, es ist schön und abwechslungsreich, dass es mal andere Geräte gibt. Dass es nicht immer nur zum Beispiel wie auf den meisten Spielplätzen eine Rutsche, eine Schaukel und eine Sandkiste gibt und es ist fertig, sondern da gibt es zum Beispiel auch diese Schaukel mit diesen Tellern. Es gibt eine schöne Rutsche mit einem Klettergerüst. Es gibt so Balken, so Holzbalken und die finde ich eigentlich fast am besten, weil man kann balancieren, man kann auf allen Vieren klettern, man kann alles Mögliche machen. Wie ist das Projekt Spielplatz Kellerberg vom Anfang an gelaufen? Wann hat es gestartet? Wirklich intensiv daran gearbeitet wurde sicher ein Jahr. Und ich muss ein ganz großes Lob an unsere Fachabteilung und auch an die Frau Vizebürgermeisterin aussprechen, die sich wirklich Zeit genommen haben, sich andere Spielplätze angeschaut haben, überlegt haben, wie kann man das am besten so strukturieren, dass klar ist, wo sind die Kleinen, die Mittleren und die Großen untergebracht. Und wir haben auch, ich habe jetzt gerade von den Kindern das erste Echo gehört, dass es tolle Geräte sind. Und wir haben auch einen Bereich, wo dann auch Erwachsene sich betätigen können, wenn sie wollen. Und interessanterweise gehen auch die Kinder und Jugendlichen gern dorthin, die machen etwas anderes. Und solche Multifunktionsdinge finde ich persönlich besonders charmant, weil damit gewährleistet ist, dass relativ lang man Spaß haben kann. Und unterm Strich ist es eine extrem gelungene Anlage geworden, meiner Einschätzung nach. Und auch an unserem Bauhof einen großen Dank, weil ganz viel Eigenleistung von der Stadtgemeinde gebracht wurde, weil wir sonst mit dem Preis nicht hingekommen wären. Und die haben ausgegraben, die haben den Schotter verteilt, die haben auch die Umrandungen selbst gebaut, die auch noch sehr gelungen und sehr natürlich ausschauen. Also unterm Strich ein wirklich, wirklich erfreuliches Projekt, das jetzt einer Eröffnung zugeführt werden konnte. Es schaut doch so aus, als ob es sehr stabil wäre mit den dicken Balken, oder? Also einerseits ist das für mich optisch eine sehr angenehme Sache und es ist auch einfach aus Vollholz gemacht und auch von unseren Tischlern bearbeitet und hier dann verlegt worden. Und ich bin ein bisschen ein Naturfreak und mir gefallen persönlich diese natürlichen Einfassungen und Geräte viel, viel besser als dieses Plastik- und Metallzeugs. Und darum fühle ich mich da total wohl, obwohl ich derzeit weder ein Kind zum Spielen habe und auch noch kein Enkelkind. Wir hatten ein Landschaftsplanungsbüro, das spezialisiert ist auf Spielplätze. Die haben einen Vorschlag gemacht, welche Spielgeräte und so weiter. Das wurde in mehreren Runden eigentlich besprochen. Und dann war es auch ganz klar, der Teil, der noch in Ordnung ist, dass der erhalten bleibt. Und dann gibt es einige neue Spielgeräte, auch diese Trennung in Kleinkinderspielbereich, in Spielbereich für die Größeren, der Fitnessbereich. Also das war klar, dass es diese Strukturierung geben soll und jetzt gibt natürlich. Ich bin sehr zufrieden, es ist schön geworden. Ich möchte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofs und der Gärtnerei meinen großen Dank aussprechen, weil die haben sich da ja auch, waren da sehr beteiligt an den Arbeiten, also Aushubarbeiten und die Gestaltung um die Spielgeräte herum, das hat die Gärtnerei gemacht. Also da ist viel passiert durch Eigenleistung der Stadtgemeinde Schwechat. Ich glaube, er ist insgesamt schön geworden und ich hoffe, der Spielplatz wird viele Schwechaterinnen und Schwechater Kinder und Erwachsene erfreuen. Also alles in allem ist das ein richtig schöner Tag heute. Ja, schon. Ja, ich freue mich sehr über diesen Spielplatz und dass er jetzt zur Verfügung steht den Schwechaterinnen und Schwechatern.